Hallihallöchen, liebe Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Wir werden jetzt vom Ruanwald hier in die Richtung des Flüstern des Rabengottes fliegen, in die Richtung von Grishnad. Ich glaube, es ist Grishnad. So spricht man es wohl aus. Wir müssen gleich mal kurz reparieren. Ich habe es leider am Wochenende nicht geschafft, so viel aufzunehmen, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall noch eine Risen-Folge aufnehmen, aber alles irgendwie, ja, keine Ahnung. Diese Folge kommt jetzt am Dienstag raus, also morgen am 2., da wo mein Dienstantritt beim Amtsgericht anfängt. Ich hoffe, ich finde am Dienstag noch abends Zeit aufzunehmen. Ich hoffe es sehr, aber eigentlich müsste ich das hinbekommen. Eigentlich müsste ich das hinbekommen. Ich muss einfach die Zeit mehr nutzen. Ich merke, ich erwische mich manchmal selber, wie ich einfach nur, ja, stupide im Internet herumlunger. Ja, so nach dem Motto, gerade so YouTube oder so, bin ich richtig anfällig für. Da mache ich da nichts anderes, außer irgendwelche Videos angucken. Und ich weiß nicht genau, wo das ist, aber irgendwo kann man sich auch, what the fuck, was ist mit mir passiert? Wie klein ich bin. Wo muss ich hier überhaupt hin? Irgendwo kann man sich auf jeden Fall die Statistik angucken, wie viel man gezockt hat, beziehungsweise nicht gezockt, sondern wie oft man, wie lange man bei YouTube drin war. So eine Art Verlauf, kennt ihr ja von Instagram bestimmt, da kann man ja auch gucken, wie lange war ich jetzt insgesamt online auf diesem Social Media Gedöns. Und das gibt's halt auch bei YouTube und puh. Also ich sag mal, ich glaube, ich hab's schon mal geschafft, 8 Stunden auf YouTube rumzulungern an einem Tag. Das ist schon länger her, aber es war schon mal dabei. Eine kugellose Wahrheit. Diese merkwürdige magische Kugel fällt aus dem Federkleid des Arakua. Sie ist von einem unheimlichen violetten Leuchten umgeben und pulsiert zu einem unhörbaren Takt. Wieso kann ich den denn hören, wenn er unhörbar ist? Sie in der Hand zu halten, gibt euch ein unangenehmes Gefühl. Daher packt ihr sie schnell in eure Tasche. Vielleicht würde Baumhüter Sean im Ruanwald im Westen jenseits des Tunnels und der Brücke des Würmschädels sie gern untersuchen. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich weiß doch, wo der ist. Das müssen sie dann nicht nochmal ausdrücklich in die Quest schreiben. Aber gut, das ist halt alles noch vor dem Hintergrund, dass es keine Questmarkierungen auf dem Boden gibt. Also. Wieso funktioniert das nicht? Zeit ist Geld. Könnt ihr mir das mal sagen? Achso, doch, hier. Hat schon funktioniert. Da gibt es nichts einzusammeln. Ist einfach hier, da die Prophezeiung. So funktioniert es. Aber hier ist eine Mine. Nee. Das ist einfach die zweite Prophezeiung. Okay. Einmal hochfliegen, zack. Out of combat. Und wieder runter. Irritierend, dass hier immer noch der Punkt auftaucht, ne? Man denkt, man hätte die Quest irgendwie noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise ich habe gerade gedacht, es wäre eine Mine, die da aufploppt, aber es ist einfach nur dieses Totem. Man bekommt ja auch keinen. Leute, das Zeug ist buggy. Die Quest scheint buggy zu sein.
werde mal erkennen, warum das nicht funktioniert. Oder brauche ich dafür irgendein Item? Kann das sein? Oh, ich glaube, man muss einfach out of combat sein. Ja. Muss da gar nicht draufklicken. Meine Güte, ist aber auch ein bisschen nervig. Ich glaube auch übrigens nicht, dass das jetzt die Schlussquest der Questreihe war. Das ist für mich zu unspektakulär gewesen. Wir müssen irgendwie bestimmt nochmal zurück in den Rabenwald. Keine Ahnung. Schneller runter. Ich bin außer. Seid gegrüßt. Baumriese muss es wissen. Das ist erschütternd. Die Arakor bewirken, dass die Urtume und Beschützer von bösen Geistern besessen werden. Es gibt jedoch ein Urtum, das auf gar keinen Fall davon betroffen sein kann. Sein Name ist Baumriese. Wenn wir die Bäume des Rabenwaldes retten wollen, müsst ihr sofort zu ihm gehen. Begebt euch in den Rabenwald. Ihr findet ihn an der Wegegabelung, kurz hinter Griesnat. Griesnat. Ja, immer wieder hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Wir sind hier bestimmt schon 7 Mal hin und wieder zurückgeflogen. Für die verschiedensten Quests. Oh, was haben wir denn da Schönes? Adamantit. Komm, ich bin jetzt mal in Laune, mal wieder eine Packung Adamantit mitzunehmen. Wie ihr seht, habe ich übrigens TSM ausgestellt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Also erstmal grundsätzlich, TSM ist dafür da, dass ich persönlich habe TSM immer dafür benutzt, um zu sehen, wie viel ein Item ist, wert ist, was ich hier so gerade gefunden habe. Weil man da irgendwie immer Daten bekommen hat über so ein Programm, was man im Hintergrund laufen lässt, und dadurch hat man dann immer irgendwie so, ja, so Informationen über Gegenstände, die man so nicht einordnen kann. Ohne dass man jetzt extra ins Auktionshaus rennen muss, um es abzuchecken. Aber was ich gemerkt habe, TSM verträgt sich bei mir jedenfalls überhaupt nicht mit dem neuen Auktionshaus, das Blizzard installiert hat, vor einiger Zeit schon. Ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal erwähnt. Und es nervt mich phänomenal, dass ich immer TSM an, aus, an, aus, an, aus machen muss, nur wenn ich mal irgendwo was mit einem Charakter einstellen möchte. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal deaktiviert. Bestimmt gibt es das ein bekannter Bug oder keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch eine veraltete Version von TSM. Das ist auf jeden Fall kein Dauerzustand so. Das ist sehr nervig und deswegen habe ich es jetzt einfach ausgestellt. Meine Güte. Da ich ja kein Transmog-Equipment farme, kann ich auch so ungefähr einschätzen, was es wert ist. Der Exorzismus der Bäume. Die Grishna sind dafür verantwortlich, dass die Laubbärte und Steinborken bösen Koi-Koi-Geistern von bösen Koi-Koi-Geistern übernommen werden. Wir müssen die Bäume retten, sonst ist der Rabenwald bald verloren. Kombiniert die Macht einer Kugel von Grisnat, die überall in Grisnat zu finden sind, oder Grishnat mit einem Terrorfederkiel eines Terrorraben. Benutzt die dadurch entstandene Exorzismusfeder, um die Koi-Koi-Geister hervorzulocken und so schnell wie möglich umzubringen. Die Steinborken sind für dieses Ritual zu stark, aber wenn ihr genügend Laubbärte befreit, werden auch sie frei sein.
Also wir brauchen Terrorraben. Einer Kugel von Grisnet. Geschnitt. Wo finde ich diese Kugeln? Wahrscheinlich in Grisnet oder Grisnet. Sollte mich langsam mal entscheiden. Liegen die hier rum? Nein, die muss ich looten. Die Frage ist, ob eine solche Ritualfeder ausreicht oder ob ich für jeden einzelnen Baum jedes Mal neu so eine Ritualfeder einsammeln muss. Beziehungsweise nicht einsammeln, sondern zusammensetzen muss. Zuzutrauen wäre es beides. So. Ja, habe ich mir nämlich gedacht, wir brauchen 5 Stück. Puh. Das ist ja schon ein bisschen annoying. Das ist so weit entfernt. Komm her. Ich muss näher ran. Das ist so weit entfernt. Ich kann anscheinend mehrere einsammeln. Jetzt brauche ich noch 4 von diesen Kielen. Diesen Federkielen haben wir aber erst 2. Raben droppen die also auf jeden Fall nicht zu 100%. Kirschen aber sind sie ja auch nicht. Aber das sind die Federtiere ja meistens sowieso nicht im WoW. Ja, da haben wir mal einen. Und da haben wir den letzten. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch 4 von diesen Kugeln von Grisch oder Grisnet. Ich kann mich nicht entscheiden, also werde ich es immer beides aussprechen. Grisnet oder Grisnet? Wie würdet ihr es aussprechen? Die Namen und WoW. Ein nicht enden wollender Kreislauf. Kommt wohl nicht drum rum. Ab und zu mal hier eins erledigen. Oh, jetzt kommt noch einer. Patrouillen sind natürlich nervig. Alter, ja, mal bitte auch aufhören, welche zu spawnen. Ist auf der anderen Seite auch noch eine. Bitte, bitte, bitte. Jawoll. Sehr schön. Und unter uns ist ein Teufelseisen vorkommen. Ne, da. Gut. Dafür erledige ich die auch gerne. Ja, brauchen wir gar nicht lang drum rum diskutieren. Den hätten wir auch gepult. Verschwinden die nach einer Zeit oder sind die? Nee, die bleiben unbegrenzt. Sehr schön.
Das ist noch nicht bereit. Sehr schön. Gut, liebe Leute. Dann machen wir mit dem Exorzismus in der nächsten Folge übermorgen weiter. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und wir hören uns übermorgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.